Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen langen Video für euch. Ich habe eine Magnolia-Karte gebastelt und los ging es mit einem Restepapier-Hintergrund aus Quadraten. Diese habe ich mit meinem Handstanzer vorher gestanzt. An den Kanten habe ich dann mit Distress Pumicestone das Ganze eingefärbt und auf ein Druckerpapierstück dann aufgeklebt. Und das Ganze habe ich natürlich auch gemattet. Zum Matten habe ich einfach ein türkis oder hellblaues Tonpapier verwendet. Ich habe mir auch schon ein Kartenrolling im Slimline-Format angefertigt aus weißem Aquarellpapier vom Action. Das habe ich gefalzt. Hier seht ihr, mit der Mattung habe ich mich anscheinend etwas vertan. Da schneide ich noch ein bisschen was an den Kanten weg, damit das Ganze so ein bisschen einheitlicher ist, dass der Abstand der Mattung zum Aufleger an allen Seiten gleichförmig ist. Als Hauptmotiv habe ich mich diesmal für ein älteres Motiv von Magnolia entschieden. Ich habe dafür auch eine Maske. Das heißt, ich konnte das Motiv verdecken und dann das Gras drüber stempeln, habe natürlich das Ganze schon in Form geschnitten. Dafür habe ich eine ovale Standschablone von AliExpress benutzt. Das ist auch die Mattung vom Motiv selber. Für das Oval, fürs Motiv habe ich die Standschablone benutzt als ja, als Schablone. Ich habe den inneren Das innere Oval mit einem Bleistift nachgezeichnet und dann von Hand ausgeschnitten. Natürlich wird auch das Oval mit Palmeston an den Kanten eingefärbt und auf die Mattung aufgeklebt. Kurzerhand habe ich mich auch entschieden, die Karte auch von innen zu gestalten, habe dann halt auch eine Mattung im gleichen Blauton zugeschnitten und aus Druckerpapier einen Aufleger, der quasi als Bereich zum Schreiben dienen soll, deswegen auch weiß. Auf weiß kann man halt einfacher schreiben. Ich habe das Ganze noch auf die passende Länge gekürzt. Da muss ich tatsächlich mal meinen großen Hebelschneider rausholen. Der kleine kann halt nur, ich glaube, bis knapp 16 cm schneiden und da ist man halt bei Slimline schon oft da stößt man an die Grenzen. Auch hier färbe ich das Druckerpapier an der Kante mit Palmeston und einem Schwämmchen, Wischer, naja, Blending Tool auf Englisch ein. Hab hier eine Schablone, ich glaube von Creative Emotions, glaube ich, ist das. Ich werde aber wie immer die Produkte in der Infobox auflisten. Da könnt ihr dann genau nachschauen, wie diese Schablone heißt. Die soll halt so ein bisschen Blasen darstellen. Ich fand das ziemlich passend zum maritimen Stil und dachte, ich mache sozusagen das Wasser oder ich empfinde das Wasser nach. Hab hier Tumbled Glass von Distress Ink, das ist ein hellblau, rausgeholt und diesmal benutze ich meinen feinen Pinselstifte. Also die heißen auch Blending Brushes. Die sind hauchfein und man kann damit halt viel sanftere Übergänge hinbekommen. Und da verteile ich die Farbe großzügig auf meinem Papier bzw. auf dem unteren Bereich, weil oben möchte ich das tatsächlich auch nur weiß behalten. Deswegen habe ich die Schablone auch schon so passend aufgelegt. Muss halt wirklich relativ lange drüber wischen, bis ich eine Sättigung habe, dass das Blau auch wirklich erkannt werden kann. Oh mein Gott, was für ein Deutsch. Naja, auf jeden Fall. Ich wische das Ganze, bis ich mit der Farbe zufrieden bin. Drehe die Schablone noch ein bisschen und mache noch eine zweite Schicht drüber. Damit wird auch so ein bisschen diese Wasserspiegelung simuliert. Man kann das ziemlich gut nachempfinden. Sieht auch ganz nett aus, finde ich. Es gibt inzwischen verschiedene Schablonen von etlichen Herstellern und wenn ihr sowas Ähnliches habt, benutzt das, was ihr zu Hause habt. Man muss nicht immer komplett dieselben Produkte besitzen, die ihr im Video seht. Es gibt oft Alternativen und oft hat man auch tatsächlich schon was zu Hause, was einem vielleicht so bis jetzt entgangen ist. Ich färbe noch ein bisschen an den Kanten, das Ganze mit Blau ein.
Während ich Videos drehe, bin ich oft noch selber am Videos schauen nebenbei oder spiele mein Spiel. Deswegen seht ihr meine Hand immer zwischendurch im Bild. So, jetzt sind wir soweit zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt das Ganze nur noch auf die Mattung kleben. Dafür benutze ich wieder meinen Klebestift, damit ich das hinterher auch vernünftig mit meiner Nähmaschine vernähen kann. Auch hier wieder darauf achten, dass die Abstände an allen Seiten etwa gleich sind. Mit einem Schmierzettel bedecke ich das Ganze und rolle das mit einem Brayer glatt. Ab und zu habt ihr, dass dann irgendwelche Knicke drin sind oder ähnliches. Und so kann man auch den Kleber besser verteilen. Tada! Schon sind meine beiden Aufleger vernäht und auch das Motiv. Ich habe hier ein großes Stück A4-Papier, Transparentpapier genommen, habe mir dann einen etwas breiteren Streifen abgerissen und auch auf der gegenüberliegenden Seite reiße ich mir das Ganze. Ich lege das über meinen Aufleger drüber und gucke, wie lange ich das Ganze brauche. Ich brauche immer so ein bisschen Kante, damit ich auf der Rückseite das Ganze befestigen kann. Habe den Überschuss jetzt weggeschnitten und spiele so ein bisschen mit der Aufteilung. Habe mich dann entschieden, mit der gleichen Schablone, die ich schon zum Wischen des Innenteils benutzt habe, auch jetzt auf dem Transparentpapier zu schablonieren. Dafür benutze ich Distress Crackle Paint in Picket Fence. Das ist ein Weißton. Meine ist leider schon wirklich kurz vorm Ende und deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen mit Wasser angesprüht, damit ich das noch halbwegs bewegen kann. Ich muss euch auch sagen, auf Transparentpapier solltet ihr besser nicht schablonieren. Diese Erfahrung habe ich in diesem oder bei diesem Projekt gemacht. Mir ist das hinterher alles mehr oder weniger abgebröselt, aber man ist ja halt so mitten im Prozess, man macht was und ja, sieht erstmal ganz nett aus, ne? Lass das Ganze natürlich trocknen. Ich habe auch versucht, an den Kanten das Ganze leer zu lassen, damit ich das vernünftig kleben kann. Mache unter der Schablone hier noch ein bisschen sauber, weil ich mich entschieden habe, mit der gleichen Paste auch auf meinen Kartenaufleger zu gehen und natürlich auch mit derselben Schablone. Feuchttücher sind halt hier immer sehr praktisch. Ich mache das in zwei Ecken. Das heißt, ich nehme auch wieder etwas von der Paste auf und mit dem Spachtel verteile ich die Masse. Und immer nur so ein Stückchen. Es muss nicht komplett alles eingeschmiert sein. Das mag ich nicht so gerne. So eine Ecke reicht mir vollkommen aus. Auf der gegenüberliegenden Seite jetzt auch noch eine Ecke. Natürlich die Paste zumachen. Und wichtig, hier an den Kanten entlang gehen. Ab und zu hat man dann so überstehende Kanten, die so unschön sind. Das abwischen und ganz wichtig, Spachtel und Schablone hinterher sofort reinigen. Mit den neuen All und Create Standschablonen habe ich mir diesen Tag gebastelt. Ich habe die Mattung aus Transparentpapier gestanzt. Ich habe mir einen Zwischenelement selber gezeichnet auf weißem Tonpapier. Und die kleinere Stanzschablone habe ich aus diesem schimmernden Specialty Cardstock. Also es ist auf jeden Fall ein irisierender. Ich habe den, glaube ich, vom Action. Das war ein 15x15 cm Block. Den hatte ich schon öfters hier an der Seite. Ich fand den einfach nur zu krass. Und da hier sehr viel drumherum gebaut wird und man davon hinterher nicht viel erkennt, habe ich das für dieses Projekt ausgesucht. Habe mir natürlich auch die Aufhängung noch dran gebastelt und mit einem Garn klemme ich mir das Ganze jetzt auch fest. Also ich habe das Garn einfach durchgezogen durch die Schlaufe, einfach drumherum gewickelt und mit dem Tacker befestige ich das fest. Mein Tacker hat ein bisschen gesponnen, das habt ihr gerade gesehen, ein bisschen rumhantiert. Wie ihr seht, ist auch schon das Transparentpapier um den Aufleger geklebt. Den Anhänger-Tag klebe ich jetzt fest auf meine Karte. Dafür benutze ich wieder eine Pappe, die ungefähr 1 mm stark ist. Benutze auch hier wieder doppelseitiges Klebeband in der Kombination mit Flüssigkleber,
das Ganze positionieren, andrücken und ganz wichtig, dann auch mit Gewichten hinterher noch das Ganze beschweren, dass der Kleber setzen kann. Ich habe mich entschieden, an den Kanten noch so ein paar Elemente, die ich hier liegen hatte, zu benutzen. Das ist so eine Ecke, auch ich glaube von AliExpress. Das Blaue war aus einem All and Create Standschablonen-Set, kann auch tatsächlich das mit dem Tag gewesen sein. Ich schaue nochmal nach und wie gesagt, die Infos immer in der Infobox. Hier sind schon die Glasgewichte oben drauf. Habe mich auch entschieden, schon das Motiv aufzukleben. Auch das mit etwas Abstand, das heißt auch wieder mit Pappe, doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Das ist halt aktuell mein Lieblingsmedium. Also ich kombiniere beides, weil das einfach mir die Sicherheit gibt, dass das hinterher nicht auseinanderfällt. Ich vertraue halt doppelseitigem Klebeband so gar nicht. Ich habe von meiner Freundin ein grobes Netz bekommen und hier habe ich mir drei Stücke von weggeschnitten und fixiere die auf der Rückseite mit Tesafilm, bevor ich das Ganze wirklich auf die Karte aufklebe. Da kann man so ein bisschen mit der Positionierung noch ein bisschen spielen. Habe mich entschieden, noch eine zweite Schicht Pappe zu benutzen, damit das Ganze noch ein bisschen weiter absteht und ja, mehr Wirkung hat, würde ich sagen. Auch da bei Flüssigkleber lieber immer mit Gewichten das Ganze andrücken und dann verteilt sich halt der Kleber und es klebt flach auf. Ich habe hier Mullbinde, das bekommt ihr zum Beispiel in der Apotheke. Das benutze ich auch gerne, gerade auf maritimen Sachen. Ich finde, es hat irgendwie was, mir gefällt die Optik. Und das klebe ich halt noch hinter das grobe Netz, was ich vorhin schon aufgeklebt habe und fixiere auf der Rückseite alles mit Tesafilm. Jetzt kann ich schon auch das Motiv auf die Karte kleben. Habe dann auch wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber verteilt. Gewicht obendrauf. Mit, ich glaube, das ist auch ein Label von einem All and Create Set. Und ich habe aus einem Standschablonenset die Wörter alles Gute gestanzt. Die sind dreimal also untereinander geklebt. Die oberste Schicht müsste Aquarellpapier sein. Habe dann auch meine Crocodile mal wieder nach Jahren rausgekramt. Und ich habe mit den Eyelets das Label vervollständigt. Also es sieht einfach netter aus, wenn die Löcher einfach nicht hohl sind. Mit demselben Band, was ich vorhin auch schon für den Anhänger benutzt habe, fixiere ich jetzt auch das Label auf meiner Karte. Und da möchte ich auch etwas Abstand haben, weil das Ganze alles so ein bisschen uneben inzwischen ist. Ich klebe da ein Stück Pappe dahinter und fixiere das Band mit Tesafilm auf dieser Pappe. Großzügig mit Flüssigkleber verteilen. Und ja, jetzt positioniere ich das zum Teil auch auf dem Motiv schon und auf der Rückseite werden die Fäden angeklebt. Auch wieder Gewichte drauf und trocknen lassen. In der Zwischenzeit habe ich ganz viele Sachen gestanzt, habe mich auch entschieden, wieder mit demselben Garn, was ich auch zum Vernähen meiner Aufleger benutzt habe, ein paar Schlaufen zu wickeln und dann sozusagen noch ein bisschen unter das Motiv zu stecken. Oben sind das zwei Schlaufen und unten kommt eine. Ich finde, Nähgarn ist ein wirklich günstiges Bastelmaterial und ich denke mal, so ziemlich jeder hat welches zu Hause. Bei mir war es jetzt Overlockgarn, was ich halt sehr gerne auch zum Nähen benutze, weil das seltener bei mir reißt. Ich habe zwei maritime Stanzschablonensets vom Action. Das ist das eine. Später kommt noch das zweite. Ich habe hier Seepferdchen, ich habe Muscheln und Seesterne. Ich habe teilweise das Ganze aus, ich sag mal, glitzerndem oder schimmerndem Papier gestanzt und auch aus weißem Papier. Und in manche Elemente, wie hier zum Beispiel, schichte ich doppelt, damit sie einfach stabiler sind, je nachdem, welches Papier man benutzt. Manche sind relativ dünn und das gibt dem Ganzen etwas Stärke und ich finde, es wirkt einfach anders. Bei den Muscheln habe ich mich entschieden, mit dem Pumicestone das Ganze noch unten einzufärben an den Kanten. Diese zum Beispiel erhebe ich auch ein bisschen mit dem
mit Pappe. Ich verteile Flüssigkleber unten drunter und klebe das Ganze dann als Deko-Elemente auf meine Karte. Mit der Platzierung spiele ich so ein bisschen. Das ist übrigens auch eins der größeren Stanzsets bzw. Elemente. Und deswegen habe ich auch damit angefangen, erstmal die größeren Elemente zu verteilen. Und das zweite Stanzschablonenset, was ich benutzt habe, das war so ein 3D-Kartenstanzset, was ihr sozusagen in Kreisen übereinander legen konntet. Ich habe aber tatsächlich nur die kleinen Deko-Elemente davon benutzt. Das seht ihr dann gleich später. Das Ganze hat natürlich auch eine Weile gedauert. Ich habe ein bisschen rumgespielt, wie es mir halt gefällt. Und dann, wenn ich zufrieden war, habe ich dann die Elemente mit Flüssigkleber aufgeklebt. Und da ist auch meistens am einfachsten erstmal so die Grundkarte zu gestalten, dann gucken, dass ihr euer Motiv vernünftig platziert, einen Spruch, falls ihr einen habt, und dann wird erst dekoriert. Also mache ich das in der Reihenfolge. Hier auch wieder zwischendurch mit Gewichten das Ganze beschweren, damit der Kleber besser ansetzen kann. Da ist dann halt keine Luft mehr zwischen, das wird ja wirklich gepresst. Ich habe auch nicht alle Elemente benutzt. Hier ist das zweite Set. Da habe ich zum Beispiel sowas wie Korallen, dann irgendwelche Seegras in verschiedenen Variationen, kleine Muscheln, kleine Sternchen, wobei die Muscheln zum Beispiel so klein waren, dass ich die als Kontrast zu den großen gar nicht benutzt habe. Und da ist halt auch erstmal ausprobieren, wie gefällt es mir. Auch da habe ich zum Beispiel aus verschiedenen Papieren, die glitzern, schimmern und so weiter. Das sind tatsächlich auch einfach nur Papierreste. Ich habe eine Schütte, wo ich dann alles, was so beim Basteln übrig bleibt, reinschmeiße. Glitzerkarton, Glitzerpapier. Es gibt aber auch perlmutschimmernde Papiere. Und das benutze ich halt immer als erstes, bevor ich halt einen neuen Bogen anschneide. Es ist ja nicht so, dass ich nicht genug Papier hätte, aber ich muss sagen, mit meinen Papierresten habe ich schon so viele Karten gebastelt und es nimmt einfach noch kein Ende. Wie ihr seht, habe ich teilweise nur so ein bisschen Kleber, dass ich das so ein bisschen frei schwebend habe. Das heißt, es wird nur im unteren Bereich so ein bisschen fixiert, damit das nicht verrutscht. Aber es ist sozusagen nicht fest aufgeklebt. Ich versuche auch hier erst die großen Elemente aufzukleben und die kleineren halt oben drüber. Auch hier habe ich manche in Weiß gestanzt. Das sind einfach Karteikartenrohlinge oder Karteikartenreste. Ich habe alles, was weiß ist, separat. Und da gehe ich auch als erstes dran, falls ich dann zum Beispiel hier schichten möchte. Ich habe mich entschieden, die Schildkröte, die auch relativ groß ist, auch mit auf die Karte zu kleben. Habe dann auch hier den Panzer nochmal hinterlegt mit weißem Papier. Und der Panzer wird jetzt auf die Schildkröte draufgeklebt. Beides ist so ein auch schimmerndes Papier, würde ich sagen. Das eine ist Perlmutt und das andere ist so ein bisschen irisierend. Damit die Schildkröte wirklich ein bisschen absteht, habe ich dann hier wieder mit Pappe das Ganze angehoben. Ihr müsst natürlich keine Pappe benutzen. Habt ihr Schaumklebeband oder ähnliche Produkte, könnt ihr natürlich auch das benutzen. Ich benutze halt das, was ich da habe und ich habe wirklich ohne Ende Pappe. Und das versuche ich halt dann auch zu benutzen. Und ich finde Pappe an sich stabiler, weil Schaumklebeband gibt noch ein bisschen nach. Und je nachdem,
flächig Schaumklebeband aufkleben ist teilweise nicht so einfach. Da finde ich, mit der Pappe fährt man einfacher oder macht man sich selber das Leben ein bisschen leichter. Aber für kleine Elemente, da gibt es ja auch Klebepunkte oder Quadrate, Sechsecke. Je nachdem, was ihr da zu Hause habt, verwendet es. Ihr müsst nur gucken, dass ihr vielleicht nicht allzu hohen Abstand habt. Das wirkt dann, ich sag mal, zu extrem. Je nachdem, welches Projekt ihr gerade bastelt, müsst ihr halt auf die Dicke achten. Hier habe ich auch meine Pinzette rausgeholt. Mit der kann ich das Ganze festhalten und andrücken, da ich ja noch nicht gar nicht so ganz fertig bin. Und manchmal ist auch so ein Glaselement einfach zu groß. Und für die Schildkröte hat jetzt zum Beispiel die Pinzette vollkommen ausgereicht. Ich habe hier noch kleine Fische. Die habe ich auch teilweise hinterlegt mit weißem Papier. Drücke das Ganze fest. Ist natürlich nicht so einfach, wenn man dann auch verschiedene Elemente zwischen hat, wie Garn oder dieses dickere. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das Band, was ich benutzt habe für den Anhänger zum Beispiel. Ich hatte noch so viele Stanzelemente über und dann habe ich mir gedacht, dann kann man das ja auch gerne auch im Inneren der Karte so ein bisschen aufkleben. Verteile mir das Ganze so ein bisschen, damit ich gucken kann, wie viele Elemente brauche ich, bis ich zufrieden bin. Wie in etwa möchte ich das anordnen? Und dann wird das einfach, so wie es ist, flach mit Flüssigkleber einfach aufgeklebt. Ich möchte ja nicht, dass es zu dick wird, damit die Karte auch wirklich schließen kann. Deswegen einfach nur eine Schicht und hier einfach nur Kleber drauf und aufsetzen, aufkleben, wie ich möchte. Erst die weißen Stanzelemente, dann kommen die bunten obendrauf. Ein paar Fische dazu. Und das, was unten jetzt raushängt, wird natürlich hinterher weggeschnitten. Das brauche ich ja nicht. Das, was ich an Stanzelementen noch über habe, schmeiße ich dann mit in die Aufbewahrung, wo meine Stanzschablonen drin sind. Dann kann ich sie vielleicht fürs nächste Projekt benutzen, wenn die Farbe passt. Das ist ja auch immer so ein Fall für sich. Ich fange an, den inneren Aufleger schon mal einzukleben. Da habe ich großzügig an der Kante entlang mit doppelseitigem Klebeband das Ganze bedeckt. Und jetzt kommt noch eine Schicht Flüssigkleber obendrauf. Jetzt gucken, dass ich die Karte richtig rum habe. Mit einem Schmierzettel das Ganze bedecken und mit einem Brayer glatt drücken. Ich habe mich entschieden, auch den Aufleger schon aufzukleben. Hier ist ein Stück Pappe, was ich dann halt auf die Auflegergröße zuschneide, um das Ganze flächig auf meine Karte aufzukleben. Ich hatte oft am Anfang das Problem, wenn ich ohne Pappe das Ganze aufgeklebt habe, dass sich die Karte mit der Zeit gewölbt hat. Wenn auf der Karte zum Beispiel in der Mitte viel mehr ist als an den Kanten, wölbt sich die Karte gerne. Mit der Pappe stelle ich sicher, dass die Karte auch flach bleibt. Also da muss ich sagen, da lernt man auch mit der Zeit dazu. Da finde ich halt dünne Pappe besser als Schaumklebeband, aber auch gerade, weil ich es auch flächig haben möchte und weil die Karte dann auch in Form bleibt. Natürlich auch auf der Rückseite der Pappe doppelseitiges Klebeband und auch Flüssigkleber benutzen.
und dann schauen, dass wir die Karte wieder richtig rum haben, dass wir das auch vernünftig aufkleben und dass eine Klappkarte bleibt. Bisschen schieben, dass das alles mit gleichem Abstand auf allen Seiten ist. Andrücken. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Deko. Ich habe mich hier für Pailletten entschieden. Das sind jetzt transparente Pailletten, die so ein bisschen irisierend sind und ohne Lochung. Die sind etwas kleiner als so die Standard-Pailletten. Ich verteile meinen Flüssigkleber, also immer so einen kleinen Tropfen, auf die Karte, da wo ich das gerne platziert haben möchte. Mit meinem Wachsstift hebe ich die an und platziere sie auf der Karte. Hier habe ich einen Mix aus verschiedenfarbigen und verschiedenen Größen an Pailletten. Die sind matt und ich habe mich vor allem auf die blauen konzentriert und auch da wieder ein Tropfen Flüssigkleber auf die Karte, wo ich die gerne haben möchte und dann aufheben und platzieren, andrücken, fertig. Da habe ich sie verschüttet. Das Schöne ist, man kann das schön wegschieben. So, und jetzt fehlen nur noch ein paar Schmucksteine. Da habe ich mich für die 2 mm Schmucksteine in, ja, ich sag mal, Aqua-Türkiston entschieden. Diese sind von AliExpress. Da kriegt ihr wirklich für 1 Euro, ein paar Pfennige, einen riesen Mix oder wie jetzt bei mir vorsortiert in einer Farbe. Und ich mag halt die besonders kleinen gerne. Ja. Also die Karte an sich ist jetzt fertig dekoriert und komplett abgeschlossen. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt natürlich die Koloration. Ich weiß, es ist für viele erschreckend, zum Schluss zu kolorieren. Ihr müsst das nicht so machen wie ich. Ihr könnt das Motiv natürlich auch vorher fertig kolorieren. Ich finde es für mich in dem Fall leichter, weil ich die Farben der Karte aufgreifen kann. Das heißt, ich kann die Karte dann hinterher passend kolorieren oder das Motiv. Ich fange hier auch mit dem Hintergrund wieder an, benutze Distress Reinker von Ranger und ein Wassertankpinsel. Das heißt, ich nehme den Stempelkissen-Auffüller mit der Spitze des Pinsels auf, setze das auf mein Motiv, das ist ja auf Aquarellpapier gestempelt, und verteile das Ganze mit dem Wasser, was in dem Wassertankpinsel drin ist. Ich meine, ich habe das auch in Braun gestempelt. Das müsste auch eins... Ja, ich habe mit Alkalwill-Ink gestempelt. Das ist halt ein Stempelkissen, was nicht auf Wasserbasis ist. Das heißt, wenn ihr mit Farbe koloriert, wie das bei Aquarell nun mal so ist, verwischen eure Ränder nicht. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel mit Memento gut gefahren bin bis jetzt. Das funktioniert auch mit Aquarell relativ gut. Ihr müsst nur zusehen, dass das Motiv halt wirklich trocken ist nach dem Stempeln. Am besten sogar erst am zweiten Tag dann kolorieren. Das heißt abstempeln, liegen lassen und dann Stunden später damit anfangen. Bei Alkalwill Ink könnt ihr natürlich auch sofort kolorieren. Das ist kein Problem. Ich verteile großzügig erstmal so ein, ich denke mal Sky Blue oder sowas ähnliches wird das sein, drumherum. Da das Kolorieren schon eine Weile her ist, kann ich natürlich die Farben nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber ihr seht es ja, also es ist ein Blauton. Hier bei den ganzen ausgestanzten Elementen muss ich so ein bisschen tricksen, aber auch das funktioniert. Bei den Seifenblasen, Luftblasen, wie auch immer, habe ich mich entschieden, so ein bisschen was Neues auszuprobieren. Habe dann mit Rosa erstmal angefangen, habe auch, oder Pink ist das eher, eine Ecke Pink. Hier die zweite Farbe, die ich dazu nehme, ist Blau und die dritte ist Lila. Ich lasse da wirklich die Farben mehr oder weniger ineinander fließen. Und behalte das so bei. Das heißt, ich gehe da nicht groß noch drüber. Ich lasse das so. Ich fand das irgendwie ganz interessant und irgendwie greift das auch die Farben von den Korallen, von den Seesternen auf und passt irgendwie ins Gesamtbild. Für die Flosse habe ich mich für so ein Türkis entschieden. Ich glaube sogar, die Farbe heißt sogar Türkis.
habe dann erstmal geguckt, wo ich dann die dunkleren Bereiche haben möchte. Und die helleren lasse ich halt einfach aus. Das heißt, ich lasse sie weiß. Mit einem Grünton wird das Seegras angemalt. Das ist auch so ein Grün-Blau mehr. Kein richtiges Grasgrün. Und wie eigentlich so ziemlich immer versuche ich erstmal die Fläche zu decken, um zu gucken, in welchen Farben orientiere ich mich, wie hätte ich das insgesamt gerne. Und später kommt dann die Feinarbeit, das Schattieren, gewisse Bereiche aus, ja, Licht und Schatten ausarbeiten. Ich habe hier Vintage-Foto auf einen Acrylblock abgedrückt und damit koloriere ich ihre Haut. An manchen Stellen gehe ich nochmal drüber und mache so ein bisschen schon mal dunkler. Ihre Haare zum Beispiel werfen Schatten. Unter den Augen habe ich etwas dunkler gemacht und auch das Kinn so ein bisschen am Rand entlang dunkler eingefärbt. Für die Haare habe ich mich für blond entschieden. Da gehe ich eigentlich so ziemlich immer gleich vor. Ich färbe das Ganze oder die größte Fläche in Gelb ein. Gehe dann mit Orange drüber. Das heißt, die Schattierungen, die dunkleren Bereiche werden orange. Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Braun dazu und dann wirkt das etwas natürlicher. Ich glaube nicht, dass Gelb unbedingt als blond wahrgenommen wird, aber wenn ihr zum Beispiel wie jetzt Haare koloriert, ich weiß nicht, es ist irgendwie, ich denke mal, so ein bisschen comichaft, aber trotzdem finde ich, dass das insgesamt am Ende gut aussieht. Und das ist halt meine Vorgehensweise. Man könnte natürlich auch direkt mit einem hellen Braun starten, nur dann wäre der Kontrast zu der Haut halt fast gar nicht da. Das ist zum Beispiel schon orange auf der Spitze. Das heißt, die Bereiche, wo ich denke, dass die Haare glänzen, lasse ich auch in dem Fall komplett leer, das heißt weiß. Die Schattierung arbeite ich etwas stärker raus. Er sieht immer so toll aus im Video, so zack, zack, zack und fertig. Natürlich habe ich dafür Ewigkeiten gebraucht, das Video ist wesentlich beschleunigt. Hier habe ich angefangen, unter den Schuppen so ein bisschen Schatten zu setzen. Und zwar unter jede Schuppe. Das heißt, auch das dauert eine Weile, aber es ist dann hinterher ja ein zufriedenes Gefühl, wenn man weiß, man hat sich Mühe gegeben und hat sein Bestes gegeben. So, für die Flosse habe ich mich dann auch entschieden, so ein bisschen in der Mitte dann dunkler zu setzen. Meistens gehe ich sogar mit derselben Farbe, mit der ich am Anfang grundiert habe, nur dass die Farbe halt etwas intensiver ist, weil sie nicht so stark verdünnt ist. Habe dann ihren Muschel-BH noch angemalt, habe dann von unten nach oben die Farbe so ein bisschen ausgewischt. Ein Stück Tuch dann beiseite zu haben, hier ist es ein Taschentuch, Küchenrolle, egal was, ist immer hilfreich, wenn ihr wirklich dann zwischen Farben wechselt, immer den Pinsel zwischendurch abwischen, dann versaut ihr euch die Farbe nicht. Das heißt, ab und zu, je nachdem, welche Farben ihr hintereinander quasi aufnehmt, könnt ihr euer Motiv damit versauen. Und um sicher zu gehen, lieber den Pinsel einmal abwischen. Oder falls man einen Wasserbecher stehen hat, auswaschen und dann trocken tupfen, ist halt beim Wassertankpinsel nicht unbedingt notwendig. Hier gehen wir mit Braun nochmal rein und machen die Haut, quasi die Schatten, noch ein bisschen stärker. Ein bisschen noch auswischen, das heißt, dass die Übergänge nicht so krass sind. Das heißt, es wird ein bisschen weicher, wenn noch ein bisschen mit dem Wasser das Ganze noch verwischt.
Bei den Haaren dasselbe, mit Braun noch ein bisschen stärker schattieren. Das müsste auch das Braun aus meiner Palette sein, Rostbraun eigentlich. Ja, nehme, was man hat, anstatt jetzt wirklich noch neue Farbe hinzuzufügen, was natürlich auch möglich wäre, ja, benutze ich das. Auch bei den Schuppen, wie ihr seht, kommt Braun zum Einsatz, um einfach den, ja, die Tiefe so ein bisschen zu verstärken und den Schatten auch noch stärker rauszuheben. Beim Aquarellmalen ist halt einfach Schichten, Schichten, Schichten und zwar so lange, bis ihr dann zufrieden seid. Aber wie auch schon oft erwähnt, besser die Flächen nacheinander malen. Nicht eine Fläche, 3, 4 Schichten übereinander, weil dann zerläuft euch alles und ihr wollt es eigentlich zwischendurch immer trocken haben. Wenn der Wassertankpinsel nicht zu sehr süfft, funktioniert das eigentlich ganz gut, dass man halt von einer Fläche zur nächsten geht und bis man dann die nächste Schicht aufträgt, ist das schon halbwegs getrocknet und dann könnt ihr halt auch drüber gehen. Deswegen Schichten. Ihr könnt natürlich nicht schichten, wenn ihr einen nassen Untergrund habt und mit einer zweiten Farbe reingeht, dann verläuft das Ganze. Ich habe hier Pumice Stone, nee, nicht Pumice Stone, Black Suit, das ist schwarz und damit habe ich doch die letzten Schatten gesetzt. Mit dem Nuvo Shimmer Pen, das ist so ein flüssiger Glitzer, der da rauskommt, aber sehr fein, habe ich noch meine Seifenblasen bzw. Luftblasen alle übermalt. Mit dem Fineliner habe ich noch hier die Augen betont und da ich meinen weißen Gelstift gerade nicht zur Hand habe, habe ich mit Gesso einfach weiße Highlights in die Augen und auf die Wangen gesetzt. Und jetzt kommt nur noch Glossy Essence auf die Blasen. Ich hatte die Flasche schon länger nicht benutzt, deswegen musste ich tatsächlich mit einer Nadel das Ganze freipieksen. Das ist leider so. Deswegen, ich bewahre die Flasche halt auch stehend auf und ich habe halt keine Möglichkeit, die auf den Kopf zu stellen. Und selbst dann läuft dann meistens zu viel raus, wollt ihr auch nicht. Mit ein bisschen Tricksen geht halt alles und ja, damit ist die Karte tatsächlich fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.